Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Diese Woche gibt es am Donnerstag den Replay-Mittwoch, weil gestern ja noch die Feiertage waren. Und wir sehen hier in der ersten Runde Panzerkiller in seinem FV4202, einem der Tier 8 Premium-Medium-Panzer der Briten, der mit Einführung des Centurion 5.1 RAAC, der hat so ein minimal an Glanz verloren hat. Also ich glaube, der Centurion ist ein bisschen, gefällt mir persönlich ein bisschen besser, aber der FV hier ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr angenehmer Tier 8 Medium. Er ist hier in einem Low-Tier-Gefecht gegen 9er auf Overlord und fährt hier erstmal ja, relativ aggressiv hier vorne ran. Was sind die Stärken des Panzers? Nun ist es auf jeden Fall seine Gun-Depression von 10 Grad und auch die relativ gute Turmpanzerung, die er damit bringt. Er ist nicht unüberwindbar, aber die Turmpanzerung ist auf jeden Fall schon mal ganz nice. Und auch die Oberwanne, wenn man sich mal den Winkel anguckt, ist gar nicht mal so schlecht. Nicht, weil sie extrem dick gepanzert ist, sondern weil sie einfach einen sehr guten Winkel mitbringt. Da drüben sehen wir auch schon den 5.1er Centurion. Das ist der Premium, der andere Premium-Medium. Und ja, aber kommt er hier nicht ran. Ansonsten die Kanone 226 Pen auf der Standardmunition, das ist AP, 258 auf der APCR. Das ist gut, würde ich sagen, auf jeden Fall bei der Standardmunition. Der Alpha bei den Briten, wir kennen es ja, 230, das ist ziemlich, ziemlich nervig. Die Kanone ist ziemlich genau mit 0,33, 2,3 Sekunden Einzielzeit, 7,5 Sekunden der Stock Reload. Die Dispersion-Werte auf den Briten immer so ein bisschen, ja, nervig, sage ich mal. Wir treffen hier, aber dadurch schlagt man den Type 59 am Turm nicht. Er fährt 50 km pro Stunde Topspeed. Das ist ziemlich angenehm. 15,6 PS pro Tonne. Das Leistungsgewicht ist eigentlich auch ziemlich gut. Und wie schon gesagt, 10 Grad Gun-Depression. Also er kommt hier nicht wirklich weiter. Dementsprechend streckt er erstmal die Kanone in den Himmel. Und sucht sich hier auf jeden Fall eine andere Position. Mobil genug, beziehungsweise schnell genug ist er dafür. Jetzt bin ich aber schon gespannt, wo er sich hier hin bewegt. Okay, er nimmt einfach eine defensivere Position ein, um da von weiter hinten erstmal was zu machen. Denn er ahnt, dass die Flanke hier gleich so ein bisschen unter Druck geraten wird. So, er hat die Ruder rausgenommen oder den Spähpanzer Ruh. Und jetzt guckt er hier, dass er da auf den querfahrenden Centurion Schuss kriegt. Das klappt aber leider nicht. Er hofft also jetzt, dass auf der Nullerlinie die Gegner so ein bisschen hochpieken, beziehungsweise vielleicht der IS-3 und der Centurion da, da reinpushen. Der Pantera, was der, ja, P-45 Pantera, der ist schon One-Shot. Da wäre es also Ziel, den mal rauszunehmen, damit da die Kanone einfach weg ist. Denn das sollte immer das oberste Ziel sein, Kanonen vom Gegner rauszunehmen. Nicht unbedingt Schaden zu farmen, sondern wenn ihr einen gegnerischen Low-Tier-Panzer seht und ihr habt die Wahl, ob ihr jetzt auf jemanden schießt, der noch Hitpoints hat oder jemanden rauszunehmen, nehmt immer die Kanone raus. Denn es ist einfach eine Kanone weniger, die auf euch schießen kann. So, Pantera, halber Snapshot. Da hat ihm die Kanone nicht im Stich gelassen. Die Dispersion-Werte, wie gesagt, die sind nicht immer die allerbesten auf den britischen Fahrzeugen. Also mich treiben sie auch hin und wieder in den Wahnsinn. So, da der Prochetto weiß nicht so richtig, was er sich davon erhofft. Er fährt da jetzt ziemlich aggressiv rein. Aber ich... Der hat auf jeden Fall gut gefressen. Oh, er fährt den Push hier aggressiv. Ja, okay. Das, das kann nicht zum Erfolg führen. Zumal, wenn da hinten noch ein Scorpion G steht und ihm da eine reinsetzen kann. Es ist jetzt hier so ein bisschen Peekaboo. Keiner traut sich so richtig. Ein Waffenträger. Gut, der steht hinten auf A5. Der kann jetzt hier nicht unbedingt die große Gefahr sein. Aber ja, es muss jetzt hier was passieren. Und er fährt jetzt hier auch den Push und flankiert hier den Centurion in IS-3. Das einfach da drüben, was steht da rechts noch von ihm? Das Objekt da so ein bisschen, nee, nicht der Objekt, sondern der Medium. Ah, das Objekt 430 da so ein bisschen entlastet wird. Dementsprechend müssen die beiden sich ja jetzt bewegen, der Centurion und der IS-3. Wieder guckt der Centurion nicht auf ihn. Er versucht hier den Kettenschuss anzusetzen. Klappt aber nicht so ganz. Der IS-3 war da scheinbar ein bisschen überrascht. Der ist doch gekettet. Okay, da kam jetzt bloß die Meldung nicht. Fand ich jetzt interessant, dass da er doch gekettet war. Egal, aber ist natürlich gut. Da geht der Centurion raus. Und jetzt kann man im Grunde hier schon fast
den Push auf den IS-3 fahren oder erstmal da drüben gegen den Centurion helfen. Denn wenn er jetzt den Push auf den IS-3 fahren würde, wäre er alleine. Und der IS-3 hat noch ein paar Hitpoints und er hat ein paar mehr Hitpoints als er. Und dementsprechend ist das keine Garantie, dass er da gegen den IS-3 so ohne weiteres rauskommen würde. Könnte man sicherlich machen, aber es wäre auf jeden Fall hochrisikoreich. Und deswegen erstmal ein bisschen abwarten, den IS-3 in Schach zu halten, damit das Objekt dort eventuell gegen den Centurion 7-1 was machen kann. Beziehungsweise vielleicht bekommt er da auch einen Schuss auf den Centurion. Der IS-3 auf jeden Fall ist jetzt hier unter Druck und zieht sich immer weiter zurück. Das ist natürlich gut. Der hat gar keinen Bock mehr. So, erster Schuss. Oh, nice. In die Kette des IS-3s. Arti ist nicht mehr dabei. Dementsprechend muss er jetzt hier das alleine machen. Aber ja, der bounced. Und leider kann er den zweiten Schuss nicht mehr in den IS-3 ansetzen. Es wäre so schön gewesen, den IS-3 dort auf Kette zu halten. Denn da haben wir auch gesehen, wie stark oder wie gut die Turmpanzerung ist. Der IS-3 hätte da durchaus mit Standardmunition so die Probleme gehabt. Da hier beim FV in der Position Schaden anzurichten. Mit Premium, okay, da wäre die Wahrscheinlichkeit wieder höher gewesen. Aber einfach aufgrund auch der Turmbauweise bietet sich da genug Potenzial, dass da auch eine Premium-APCR von dem IS-3 bauen. So, der IS-3 ist aber mittlerweile weit genug zurückgedrängt worden. Dementsprechend kann er jetzt hier gegen den 7-1er helfen. Ja, sehr gut. Und rammt ihn auch noch tot. Schießt ihn auf One-Shot runter und nimmt ihn raus. Und damit ist das Objekt entlastet. Und ja, der IS-3 war einfach so weit weg, dass er hier keine Hilfe mehr für das Objekt, Quatsch, für den Centurion leisten konnte. Und jetzt steht er hier natürlich in einer wunderbaren Position. Zumindest der erste Schuss war kein Problem. Der zweite Schuss wieder mal, die Dispersion wäre nicht die allerbesten. Aber auch den, der wäre generell schwierig gewesen in die Turmrückseite. Hätte auch trotzdem einen Bounce beim IS-3 bedeuten können. Da kommt jetzt ein Sumua SM zur Hilfe. Da muss man jetzt gucken, aber wobei der Sumua kriegt da auf jeden Fall schon ordentlich eingeschenkt. Er ist ja bei 1900 Damage. Oh nein, das ist natürlich ein geschenkter Kill. Tja, wenn er den Schaden noch machen würde. Der Sumua, da haben viele, als der rauskam, sich so ein bisschen über seine Panzerung beschwert. Aber der ist gar nicht so schlecht gepanzert. Ja, in der Position den IS-3 zu durchschlagen, schwierig. Der IS-3 selber bounced auch. Aber das ist natürlich jetzt die Stärke des IS-3s. Wenn er da seine Wanne verstecken kann und nur über den Turm arbeiten kann, dann ist so ein IS-3 echt eine Macht. Und die einzige Chance, da Schaden zu machen, ist im Prinzip das Turmdach zu treffen. Aber das muss man halt, wenn man nicht über einem IS-3 steht, auch erstmal schaffen. Trotzdem hier eine gute Situation jetzt, denn das Objekt 430 kann dann Flankiermanöver ansetzen. Das war natürlich jetzt, ja, Sumua und IS-3 können da jetzt nochmal Schaden machen. Den Sumua nimmt er raus, aber jetzt ist er natürlich One-Shot für den IS-3. Und jetzt braucht er auf jeden Fall Hilfe vom Objekt, sonst ist er hier gleich raus. Der IS-3 weiß natürlich auch, wenn er jetzt hier drüber pusht, dass er auf jeden Fall Schaden bekommt. Das Objekt muss da jetzt mal ran. Ja, der IS-3 guckt weg, dementsprechend kann er hier den IS-3 weiter unter Druck setzen. Und ich glaube, der sollte jetzt auch gleich mit den nächsten ein, zwei Schüssen rausgehen. Er sucht wieder das Kettenrad, sehr schön, kann ihn hier noch ketten und nimmt den IS-3 am Ende raus. Es steht 12-12, die Runde ist völlig offen. Weil er ist One-Shot, das Objekt hat auch nicht mehr allzu viele Hitpoints und der Type 950 zum Beispiel mit fast 1000 Hitpoints, die da noch rumfahren, ist auf jeden Fall eine Ansage. Auch der Revalorisé und der Oho stehen dann auch relativ gut da, was die Lebenspunkte angehen. Also es ist jetzt hier auf jeden Fall auf Messers Schneide. Was macht er jetzt? Ich hätte jetzt gedacht, dass er erstmal mit dem T49 versucht, den Type da irgendwie zu bekommen, aber nein. Er macht jetzt hier das Backup für das Objekt. Na, Ref, da hat er gewartet, dass er... Okay, hätte er eigentlich nicht warten müssen. Hätte er durch den Zaun, glaube ich, durchschießen können. So, Revalorisé, er hat jetzt auf APCR geladen. Ist jetzt gegen den Ref eigentlich nicht notwendig, aber er will natürlich in der Situation jetzt den Schaden, den sicheren Schaden machen. Na, kommt er doch mal ran. Jawohl. Damit ist der Revalorisé jetzt hier auf One-Shot runter. Immerhin schon mal ein Problem, also ein großes Problem, zumindest erstmal in die Schranken verwiesen. Da der Oho. Ah, hier reicht die Gun Depression nicht aus. Und der Type. Ich weiß nicht, was der Type 59 vom Gegner da macht. Oh, der Oho guckt. Das wäre jetzt schwierig. So, Objekt hat geschossen, hat keinen Schaden gemacht. Er muss jetzt warten, dass der Oho.
Er guckt immer noch. Komm schon, schieß, Oho. Oh, jetzt traut er... Nein, er traut sich nicht. Er will den Schuss vom Oho baiten. Er sucht jetzt hier... Ja, er sucht eine Position. Ja, hier findet er endlich eine Möglichkeit, die Gun Depression zu nutzen. Aber durch die Büsche geht da der Oho wieder zu. Da ist er. Und hier natürlich mit APCR finde ich jetzt gerechtfertigt. Wie gesagt, auf den Revalorisé wäre es nicht wirklich notwendig gewesen. So, und jetzt hat er beide auf One-Shot runter hier. Na, kriegt er ihn raus? Kriegt er ihn raus? Jawohl, er kriegt den Kill. Und jetzt sieht die Sache doch schon wieder ein bisschen entspannter aus. Das Objekt könnte jetzt den Rev angreifen, beziehungsweise mal einen ordentlichen Schuss auf den Type setzen. Ach, gut, macht er aber. Revalorisé geht raus, Type 59 ist One-Shot und jetzt müsste eigentlich endlich mal der T49 hier auf den Plan treten, der die ganze Zeit an der gleichen Position dort rumpimmelt und überhaupt nichts macht, obwohl er hier mal als Top-Tier-Scout einfach mal am Ende der Runde seine Mobilität ausnutzen könnte, auch wenn er damit nur noch 91 Hitpoints rumsteht, aber meine Güte, ey. Ja. Und damit nimmt er ihn raus, den Type 59. Sie gewinnen die Runde. Er macht die Radley Walters am Ende voll und sammelt in der wirklich entspannt und gut runtergespielten Runde über 4.500 Damage. Hier sehen wir die Auswertung von Panzerkiller Berlin. Er bekommt für diese Runde das Panzerass. Er schreibt ja auch meine zweite Runde. Also herzlichen Glückwunsch. Er macht die Radley Walters. Er bekommt die Levaslajo-Medaille, Großkaliber, Top Gun und auch Kamikaze, weil er einen Panzer getötet hat mit RAM-Angriff, der mindestens eine Stufe über ihm ist. Er macht hier insgesamt 4.509 Schadenspunkte, 8 Kills und ihr seht ja schon die Erfahrungspunkte. Meine Fresse, 1.734. Er macht noch, ja, 1.000 geblockt und 676 durch die Kettenschüsse. Und mit den Boni, die aktuell im Spiel aktiv sind durch die Weihnachts-Ups, sind es hier 131.000 Credits, die er aus der Runde rausbekommt. Trotz des APCR-Einsatzes am Ende, der in meinen Augen schon gerechtfertigt war. Wie gesagt, gegen den Rev nicht unbedingt, aber gegen den Oho und auch gegen den Titan 50 will man in so einer Spielsituation dann einfach den sicheren Schaden machen. Tagessieg. Missions-Payout bekommt er hier noch und natürlich auch den Bonus für das Premium-Fahrzeug sichert ihn hier am Ende 6.502 Erfahrungspunkte. Eine richtig schöne Runde am Anfang. Wir schauen ins zweite Gefecht und da habe ich die Ergebnisse ja auch schon gesehen. Das wird nicht weniger schlecht. Zweite Runde und wir sehen Ricardo in seinem IS-3 auf Minen in einem 357 Top-Tier-Gefecht und das als Achter. Das muss man fast schon, ja, rot im Kalender markieren. Tja, IS-3, ein absoluter Klassiker im Spiel und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wann Wargaming den mal angefasst hat mit einem Buff oder einem Nerf oder einem Balancing. Ich glaube, der ist schon Ewigkeit in der Form so im Spiel. Man möge mich berichtigen, wenn der erst vor kurzem eine Änderung bekommen hat, aber davon weiß ich eigentlich nichts. Die Kanone, typisch russisch, 225 Pen auf der AP, das ist ziemlich gut. 265 auf der Premium-Munition, das ist APCR. 390 der Alpha, 0,40 die Genauigkeit, 3,4 Sekunden Einzelzeit, 5 Grad Gun Depression. Also das, daran sieht man schon, das ist typisch russisch. Und hallo liebe Isu, warum die da so querfährt und da hinten hin will, interessant. 13,3 Sekunden der Stock Reload. Und was ist die Stärke beim IS-3? Natürlich, wenn man den IS-3 holt down. Ja, also einfach mal 1100 Hitpoints mit einem Amorek auf den T34-100. Wenn man den IS-3 holt down stellen kann, wenn man die Wanne verstecken kann und nur über den Turm spielen kann, ist der im Grunde mehr oder weniger unüberwindbar. Das Einzige, was man noch machen könnte, wenn man über den IS-3 steht, ist dann in das Turmdach zu schießen. Denn da ist er ziemlich, ziemlich schwach. Ansonsten noch der Hinweis, die Wanne hat die Delta-Panzerung in der Front. Das heißt, Winkeln sollte man tunlichst vermeiden oder nur minimalst. Denn ansonsten schießen einen die Gegner durch die Oberwanne, durch die Wange. Und dann ja, hat man auch nichts gekonnt. Die Unterwanne ist der Weak Spot beim IS-3. Und in der Seite muss man sogar ein bisschen aufpassen. Da hat er an manchen Stellen sogar Schottpanzerung. So, hallo OI. Da hat man natürlich mit der Schadammunition kein großes Problem. Und what? Warum schießt der UI hier mit Heat?
Warum nimmt er nicht HE? Da hätte er jetzt auf jeden Fall Schaden gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie viel der UI auf der Heat-Munition an Pen hat, aber du bist ein Low-Tier-Heavy und du hast eine Trollgun. Dann nimm doch die HE, meine Güte. Die Gefahr, dass du an so einem IS-3 einfach gar keinen Schaden machst, die ist einfach zu hoch. 38 Kilometer pro Stunde das Leistungsgewicht. Dass der Top-Speed und das Leistungsgewicht sind 14,2 PS pro Tonne. Also der hat für den Heavy ein relativ gutes Leistungsgewicht. Also er kommt... Oh, hallo Isu. Er kommt wirklich gut vom Fleck. Und jetzt schießt er UIHE. Naja. Wer weiß, warum er als erstes eine Heat drin hatte. Er ist also angenehm mobil für den Heavy. Top-Speed ist in Ordnung. Bis gut, muss man sagen. Also immer betrachte dafür, dass es ein schwerer Panzer ist. Und von daher ist der IS-3 einfach wirklich ein gutes Gesamtpaket, was auch für Anfänger auf Tier 8 hier und da auch mal einen Fehler verzeiht. Er hat jetzt hier schon zu diesem Zeitpunkt 2300 Schaden gemacht. Er hat da so ein paar nette Gegner gehabt, die da so ein bisschen quer gefahren sind. Er hat den Amorek-Treffer gehabt. Also er hat im Grunde, wenn die Runde jetzt zu Ende wäre, schon ein zufriedenstellendes Ergebnis hier. Aber ich bin gespannt, was er noch machen kann. Ihr seht, was das Problem vom IS-3 ist. Das ist die Munition. Nicht im Sinne von den Pen-Werten oder von irgendwas anderem. Oh, da kommt er nicht durch, oder? Na, er schießt doch alles gar nicht. Sondern es ist die Kapazität, die der Panzer mitnehmen kann. Also es kann euch passieren, dass ihr im IS-3 relativ häufig mal, ja, am Ende mehr oder weniger leer geschossen seid, wenn die Runde lange geht. Und, ja, das ist schon so eine Gefahr. So, Isu nochmal. Ne, die sind am Haus. Da brauchst du nicht drauf schießen. Wichtig wäre jetzt, den UI da rauszukriegen oder den Panther unter Druck zu setzen. Jetzt kann er auf den Panther, glaube ich, schießen, oder? Ja, da war eine Outline. Panther ist One-Shot, Isu aber, soweit ich das sehe, auch... Hat er jetzt gerade von dem eigenen einen bekommen? Ich glaube, er hat gerade Team-Damage von dem eigenen bekommen. So, hallo Isu, du gehst jetzt mal raus. Gefährliche Kanone. Vor der Panther M10-Kanone brauchen wir jetzt nicht so eine Angst haben. Und ich glaube, er hat da T34-3. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nee, der ist im Gegnerteam. Wo stand der denn? Stand der oben? Der stand vermutlich oben. Egal, aber da oben steht ein Type, da steht ein Löwe. Es ist jetzt hier eine ziemlich schwierige Situation. Es steht 7 zu 12. Er hat jetzt hier zwar die Heavy Lane aufgeräumt, aber er hat noch die Hälfte seiner Lebenspunkte. Das ist natürlich nicht so gut, da jetzt auch zum Beispiel in die gegnerische Basis reinzufahren, ohne das Wissen, was da noch so rumsteht, ist gewagt. Am effektivsten wäre es jetzt, glaube ich, erstmal hier stehen zu bleiben, denn da steht da auch, also mindestens hier so in dem Bereich, sage ich mal, denn da steht auch Arti-Safe. Der Löwe da oben macht ihn natürlich Proxy auf, aber so langsam wird es jetzt hier problematisch. 8 zu 13, oh, da ist noch ein Tiger da oben. Kommt da auf irgendein... Das wird jetzt tricky hier. Kommt er auf die Su? Oh ja. Hallo, liebe Su. Und nochmal ein Amorek. Lol. Hier schiebt erstmal der Tiger das Wrack weg. Und jetzt kommt der Tiger runtergefahren. Der Tiger ist gefährlich aufgrund seiner guten Pen-Werte und vor allem auch seiner krassen DPM. Er zieht ihn mit dem Fahrer und die Kette. Das ist natürlich ärgerlich. Kann aber sich gleich mal revanchieren. Lol. What? Was ist denn hier los? Ja, lieber Löwe, damit hast du dich zum One-Shot gemacht und zum Kandidaten jetzt hier rauszugehen. Und jetzt... Jetzt hat er hier natürlich sich eine wunderbare Deckung geschaffen. Der Tiger bounced. Nein, er kann nicht... Warum das denn? Das war irgendwas im Weg, die Kanone oder irgendwas. Lol, jetzt kommt der Type von der Seite. Der Tiger geht raus. Der Type bounced. Ah ne, das ist der T71. Ja, das ist der Type. Der Type hat von woanders Schaden gemacht, oder? Ne, der ist schon raus. What the... Was ist denn hier los? Jetzt kommt noch die Arti angejodelt. Er ist bei 8 Kills. Die Arti verschießt. Ja, Arti, das ist... Ja, tschüss. Oh Mann, ey. Also man kann sich im Grunde bei dem... Was steht denn hier alles? Type, Cromwell... Also im Prinzip bei den ganzen Leuten da bedanken, denn tatsächlich haben die ihm jetzt hier eine Deckung geschaffen, dass er nicht so einfach von den anderen Leuten durchschlagen werden konnte. Und ja, das ist natürlich ziemliches Glück hier.
So, jetzt ist nur noch die Frage, wo ist die gegnerische Arti? Die wird vermutlich irgendwo da hinten rumstehen, wobei, die könnte auch nochmal verlegt haben, so langsam ist die jetzt auch nicht. Er ist bei 9 Kills, er ist bei 4500 Schadenspunkten, 1300 gebounced. Kriegt er den 10. Kill noch, kriegt er hier die Pools Medal. Der Borsig schreibt Go Cap, naja, klar, damit zwingt man den Gegner zu sich zu kommen, aber es ist eine Arti, die muss nicht zu dir kommen, die kann sich irgendwo schon in Deckung hinstellen und kann dann auf den Cap schießen und versuchen, den Decap zu machen. Denn für die Arti ist es natürlich das Dümmste, was sie machen kann, hier jetzt ihn frontal anzugreifen. Auch wenn er potenziell rausgenommen werden kann, aber wenn die Arti ihn nicht gerade in die Seite kriegt oder so, frontal, ist das jetzt kein sicherer Kill. Also das muss nichts heißen. Er ist sogar jetzt schon leer geschossen mit AP, er muss jetzt APCR schießen, beziehungsweise für die Arti würde ich tatsächlich HE wählen. Tja, und hier hinten scheint sie... Doch, dort steht sie. Rechts, 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 rechts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also das hättest du... Oh, oh Gott. Also wenn die Arti dich jetzt rausgenommen hätte, das wäre deine eigene Schuld gewesen. What the hell? Du hast sie sogar schon gesehen. Oh no, oh no. Und jetzt ist es hier Ringelpiez mit Anfassen. Du musst jetzt gucken, dass du irgendwie auf sie drauf kommst. Sie versucht natürlich mit ihrer Mobilität jetzt hier Zeit zu gewinnen. Immer wieder vor und zurück. Vor und zurück. Aber, eieiei, was war denn das hier am Ende? Und jetzt ist die Frage, ist sie schnell genug? Nein, sie ist nicht schnell genug. Da geht sie raus. Und er gewinnt die Runde hier mit 10 Kills und ziemlich viel Glück am Ende. Hier sehen wir am Ende noch die Auswertung von Ricardos Gefecht im IS-3. Er bekommt das Panzerass, Handgottes, Schläger, Demolition Expert, Duelland, Wirkungsfeuer, die Kolobanovs-Medaille für 1 gegen 5 alleine gewonnen, Pascucci-Medaille, Pools-Medal für 10 Kills, Großkaliber und natürlich auch die Top Gun. Er macht hier insgesamt 4792 Schadenspunkte und wir sehen schon, der Borsig hat noch gut abgeliefert, die 6er Arti hat hier richtig gut abgeliefert und der Rest ist eigentlich nicht erwähnenswert. 8er, Top-Tier 8er Primo Victoria mit nicht mal 1000 Damage. Mit Tier 7er Panther mit guten Pen-Werten, noch nicht mal 1000 Damage. Die Hellcat, ja, mit 700 irgendwas als 6er Lowtier. Das ist noch in Ordnung, aber hier darunter braucht man nicht drüber reden. Also, er hat hier wirklich das Gefecht bestimmt. 10 Kills, 1588 Erfahrungspunkte Basis. Auch das ist ein herausragend guter Wert. Er spielt ohne Premium-Account, bekommt trotzdem fast 20.000 Credits aus der Runde raus. 1375 gebounced, nichts gespottet. Und insgesamt mit persönlichen Missionen noch 2096 Erfahrungspunkte. Also am Ende Glück. Die Aktion mit dem Löwe, dem Tiger, dem Cromwell, dem T-71 und was da nicht noch alles dabei war. Glück und auch lustig, aber am Ende wird man dann mit so einer Runde belohnt. Und das muss ja auch mal sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinung zu beiden Gefechten gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.